Danke. Wer von euch hat sich denn schon einmal etwas vorgenommen und nicht umgesetzt? Oh! Oh. Und wer hat oder wie viele von Ihnen haben schon für 2014 so gute Vorsätze? So weniger rauchen, Sport machen, abnehmen, mehr Zeit für die Familie? Wer hat das? Was denkt ihr, wie groß ist die Chance oder wie viel Prozent der Menschen schaffen das tatsächlich dann auch zu tun? Was denkt ihr? 100, 50? 10%. Und wir werden uns in den nächsten 19 Minuten darüber unterhalten, wie kann man es schaffen, dass Sie zu den 10% gehören und warum ist das eigentlich so? Aber dazu müssen wir zunächst eine kleine Reise machen, eine Zeitreise, eine Reise ins Jahr 1977. Erinnern Sie sich noch daran? Also mancher. Ich sitze in der Klasse von Herrn Lehrer, von Herrn Schneider, meinem Lehrer, in der Fachschule für Gastronomie. Und Schneider schaut mir an und sagt, Harald, komm bitte nach vorne, komm da vorne an die Tafel. Und beantwortet uns allen hier eine Frage, was braucht ein erfolgreicher Unternehmer für Eigenschaften? Was ist wichtig für ihn? Na, Eigenschaften, was hätten Sie gesagt? Fleiß. Fleiß? Sie? Was hätten Sie gesagt? Ja, so weit war ich auch. Mir ist auch nichts eingefallen. Aber plötzlich, wie aus heiterem Himmel, schießt es mir ein. Ich sage, Herr Lehrer, das ist total einfach. Was du brauchst, ist so ein breites Kreuz, damit du richtig was aufladen kannst, die ganze Bürden auf deine Schultern. Und du brauchst massive, dicke Oberschenkel, um fest im Leben zu stehen. Du brauchst einen starken Brustkorb, um die Stimme zu erheben. Und am Ende des Tages brauchst du richtige Oberarme, um anzupacken, oder? Oder? Ja, so ungefähr hat er mich auch angesehen. Junge, Junge, was soll aus dir werden? Sätzen 5, die schlechteste Note im Ösiland. Also für die, die sich gefragt haben, warum der so komisch Deutsch spricht. Ja, die Antwort war wirklich etwas eigenartig. Dazu muss man wissen, ich war damals 15 Jahre alt. Und wie Sie meinen Namen unschwer nehmen können, ich komme aus einer typischen Gastarbeiterfamilie. Wir hatten eine kleine Einzimmer-Mehrzweckwohnung am Stadtrand von Wien. Und meine Eltern hatten immer Überfluss. Überfluss an Geldmangel. Und deswegen hat meine Mama mit 15 zu mir gesagt, Junge, du hast zwar gesunde Hände, das mit dem Studieren ist eine tolle Idee. Wir müssen uns nach der Decke strecken, such dir einen Job, mach was Vernünftiges. Und so habe ich meine Schule abgebrochen und habe eine Lehre begonnen in der Gastronomie. Und wenn ich damals so an die Zukunft gedacht habe, als 15-Jähriger, was wird man aus dem kleinen Harry werden, dann war etwas eingeschränkte Perspektive. Wir hatten also kein Geld, ich habe meine Schule abgebrochen und ich habe bis dahin noch nie Sport gemacht, denn ich bin mit einem Herzfehler auf die Welt gekommen und meine Eltern meinten, so Schulskikurs und Fußball, das wäre viel zu anstrengend für mich. Aber eine Perspektive, die ein bisschen größer war, zumindest so groß, die ist mir geblieben. Und die stand zu Hause bei uns im Wohnzimmer. Und da drinnen war alles das, was ich mir für meine Zukunft erhofft. Da drinnen waren meine Helden. Und meine Helden, die hatten immer den Erfolg, die Aufmerksamkeit, die Liebe, die Wertschätzung von anderen Menschen. Und sie hatten vor allem eines, sie hatten eine unglaubliche, unglaubliche sportliche Figur. Und wie mir damals vollkommen klar, wenn man im Leben was erreichen will, dann muss man ausschauen wie ein Cornetto. Ein Stanitzel. So ein richtiger Henker, das war mir vollkommen klar. Und ehrlicherweise, ich hatte eine kleine Herausforderung damit. Ich habe zu Hause jetzt nachgeguckt, ich habe da ein paar alte Foto gefunden. Da wusste ich nicht, dass so viele Frauen im Raum sind. Das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber... Ich hatte also gute Voraussetzungen, also mehr oder weniger. Ja, ich mach's auch wieder weg. Also ich hab's mit allen probiert. Mit Spinat und mit Hefe. Ich bin nicht aufgegangen.
Na klar, wenn Sie sagen, gehen Sie, mach Sport, gehen in ein Fitnesscenter, aber fairerweise, meine Mama war dagegen, so musste ich bis zum 20. Lebensjahr warten, bis tatsächlich zum ersten Mal ein Sportcenter betreten hat. Und dieser Schritt, der sollte mein Leben radikal verändern. Es waren drei Dinge, die ich dort mitgenommen habe. Es war nicht die äußere Veränderung, die ist auch passiert, es war vor allem die innere. Ich habe gelernt, wenn man im Sport etwas erreichen will, dann musst du einen großen Traum haben. Du musst wissen, wo du hingehst. Du musst das Ergebnis kennen, wo du später hin möchtest und aus deinen Träumen Ziele formulieren. Und dann gehst du zurück in die Gegenwart und überlegst dir, wie du in die Zukunft kommst. Du brauchst also eine gute Taktik, einen guten Weg dafür. Aber das Wichtigste ist, du musst es auch machen. Und damit kommen wir eigentlich zum schlechten Teil des heutigen Abends. Howard Gardner, Universitätsprofessor in Harvard, hat nämlich sehr schön gesagt, die meisten Menschen wissen, was sie tun sollten. Sie tun das aber nicht, was sie wissen. Und die Frage ist immer, woran liegt es? Und er sagt es sehr, sehr einfach. Es liegt an der Umsetzungskompetenz und die Umsetzungskompetenz sitzt da vorne im sogenannten präfrontalen Kortex. Und nur 10% der Menschen kommt mit ausreichend Umsetzungskompetenz auf die Welt. Ja. Die restlichen 90%, die haben zu wenig Selbstdisziplin, geben zu schnell auf, fangen einfach nicht an, können keine Entscheidung treffen und bleiben oft nicht fokussiert. Wahrscheinlich überlegen Sie jetzt gerade. Wer von Ihnen denkt, dass er zu den 10% gehört? Ja, der Rest, der jetzt nicht aufgezeigt hat. Ja. Ich habe die Arschkarte. Aber wir wären nicht heute nicht da, wenn es nicht auch eine gute Nachricht geben würde. Und vor etwa 15 Jahren hat an der State Universität in Florida Professor Baumann etwas herausgefunden. Er hat herausgefunden, dass man Umsetzungskraft genauso wie Körperkraft trainieren kann. So wie ein Muskel, den man verbessern kann durch Training, auch wenn man vielleicht nicht optimal auf die Welt kommt, so wie ich. Ich war ein Spargeltarzan, ich habe immer die Ohrfeigen bekommen in der Klasse. Meine Mama hat gesagt, wenn so Wind war wie gestern, steck da Ziegelsteine ein, damit du nicht abhebst. Aber du kannst was machen und genau das habe ich getan. Und deswegen habe ich im Laufe der Jahre motiviert durch diesen Bericht ein Programm entwickelt, ein Trainingsprogramm, mit dem man diesen präfrontalen Kortex trainieren kann. Und wenn Sie das regelmäßig trainieren, dann werden Sie einfach stärker, Sie werden ein Umsetzer, so ein bisschen ein Machertyp. Und wenn Sie es Ihren Mitarbeitern beibringen, dann werden die das. Haben Sie mal gefragt, warum, falls Sie Mitarbeiter haben, warum die nicht einfach das tun, was sie tun sollten? Wer hat Sie das schon mal gefragt? Und ja. Also man kann es auch weitergeben. Und ich habe heute drei einfache Übungen mitgebracht, drei kleine aus dem umfangreichen Programm, die man sehr leicht umsetzen kann. Die erste, die hilft euch, dass sie fokussiert bleiben, dass sie dranbleiben. Ich bin wirklich fürchterlich talentfrei für diesen Sport gewesen. Das hat mein Trainer rasch erkannt. Er hat gesagt, Junge, du wirst das nie normal schaffen. Du musst irgendwas anders machen. Du musst irgendwie beharrlicher sein. Du musst fleißiger sein. Du musst einfach das tun, was andere nicht machen. Und er hat mir ein kleines Geheimnis verraten. Das war das Geheimnis des Visualisierens. Und ich bin fast sicher, Sie haben das alle schon mal gehört, diese Magie des Visualisierens, dass sich Sportler einfach vorstellen, wie ihr Ziel ausschaut. Lyon B. Benn und Shelley Taylor, der Universität in Berkeley in Kalifornien, haben das erweitert. Sie haben es nicht nur getestet und gesagt, das funktioniert mit Spitzensportlern, sie haben es auch erweitert. Sie haben gesagt, wenn man nicht ein Bild nimmt, sondern wenn man mehrere Bilder hintereinander nimmt, daraus quasi einen Film macht, dann steigt damit die Erfolgschance um mehr als das Doppelte. Was heißt also für Sie? Haben Sie irgendwas vor nächstes Jahr? Dann überlegen Sie sich, ob Sie nicht nur ein Erfolgsbild haben, dieses Hero-Bild am Schluss, wo Sie es geschafft haben, sondern ob Sie es nicht schaffen, einen Film zu produzieren. Und zwar, wie Sie am Anfang an losgehen, wie Sie starten, den ganzen Plan machen, den Sie sich vorgenommen haben, einfach umsetzen, bis Sie am Schluss dieses Siegerbild haben. Und wenn Sie noch 20% zulegen wollen, dann nehmen Sie eine Person rein, die für Sie persönlich sehr wichtig ist im Leben. Lassen Sie die zuschauen, jemand, dem Sie es zeigen wollen. Und wenn Sie so ein YouTube-Video haben, also YouTube-Videolänge haben, etwa 2 Minuten vor einem geistigen Auge, dann können Sie es immer abspielen, wenn Sie am Abend schlafen gehen, in der Früh, wenn Sie aufstehen, unter der Dusche oder im nächsten Stau. Und Sie werden merken, Ihr Unterbewusstsein wird dadurch automatisch trainiert und Sie werden nie wieder Ihr Ziel aus den Augen verlieren. Produzieren Sie also Ihr ganz persönliches Erfolgsvideo. Das zweite war, um langfristig motiviert zu bleiben. Ihr habt es ja schnell gemerkt, beharrlich zu bleiben, dran zu bleiben, ist die größte Herausforderung für die meisten Menschen. Viele geben viel zu schnell auf. Sie ändern ihre Ziele, aber nicht die Pläne, sondern sie geben einfach auf. Kennen Sie das? Mein Trainer hat erkannt, ich bin auch so ein Typ gewesen am Anfang. Er hat gesagt, du kämpfst jedes Mal, wenn du zum Training musst. Ich merke das. Ich mache es für dich einfacher.
Du kommst automatisch immer an denselben Tagen zur selben Uhrzeit. Dann wird es für dich viel leichter werden. Und tatsächlich, nach ungefähr 6 Wochen hat sich bei mir eine neue Gewohnheit entwickelt. Dadurch, dass ich immer an denselben Tagen zur selben Uhrzeit zum Training ging. Und nach 6 Monaten war das ritualisiert bei mir. Ich hatte echt Schmerzen, wenn ich nicht ging, also Schuldgefühle. Was heißt das für Sie? Haben Sie irgendwas, wo Sie Ihnen schwerfällt, was Ihnen manchmal schwerfällt zu machen, dran zu bleiben, Sie überwinden müssen regelmäßig? Überlegen Sie kurz, was das sein könnte. Und dann machen Sie aus dieser Geschichte für sich eine Gewohnheit. Indem Sie es immer zur gleichen Zeit machen. Vielleicht sind Sie Verkäufer und Sie müssen auf Akquise telefonieren. Dann telefonieren Sie immer an denselben Tagen zur selben Uhrzeit. Und machen das 6 Wochen lang. Und Sie werden merken, nach 6 Wochen fällt es Ihnen wesentlich leichter. Sie müssen nicht mehr überwinden. Und nach 6 Monaten haben Sie echt das Schuldgefühl, wenn Sie nicht telefonieren. Und das kann ganz gut sein, falls das Ihr Beruf ist. Eine neue Gewohnheit. Und die dritte Übung, die wird Ihnen Spaß machen. Verschenken Sie mir ganz schön die Arme. So. Und jetzt in die andere Richtung. Ja, das war schon etwas heraus, schwieriger für manche. Warum war das schwierig? Was wir jetzt gerade gemacht haben, war, Sie haben den präfrontalen Kortex trainiert. Sie mussten nämlich eine Gewohnheit brechen und was Neues machen, und dafür mussten Sie konzentrieren. Wer von Ihnen heute Morgen die Zähne geputzt? Ja, also die meisten, manche überlegen noch. Und wenn Sie morgen in der Früh die Zähne putzen, dann machen Sie es ganz simpel. Sie nehmen einfach Ihre Zahnbürste und geben sie in die andere Hand. Und jetzt putzen Sie die Zähne und Sie werden merken, das ist total spannend. Sie müssen nämlich total konzentrieren. Und für die richtigen Männer unter Ihnen habe ich was mitgebracht. Sie nehmen den Nassrasierer in die andere Hand. Und dann zeigt sie, was ein wahrer Mann ist. Ups, da war kein Schutz mehr drauf. Ja. Sie können es auch leicht machen, Sie können einfach den Kaffee mit der anderen Hand rühren oder essen Ihr Hörnchen oder die Zigarette, die Morgenzigarette in die anderen Hand. Und viele Männer sagen mir, wenn sie einfach die Hand wechseln, das ist ein ganz anderes Gefühl. Ja, schön, dass Sie auch gelacht haben. Ich habe keine Ahnung, was Sie gedacht haben, aber wir probieren es jetzt gleich aus. Also nicht das, sondern Sie nehmen ganz kurz bitte die Uhr runter von der linken Hand. Oder von der rechten, wo immer Sie sie haben, und geben es einfach auf die andere Hand. Also die Hand, wo Sie sie jetzt nicht hatten. Manche, so wie ich, kämpfen jetzt schon mit dem Zumachen. Wie fühlt sich das an? Schwer, Sie spüren das, oder? Und Sie werden halt den Rest des Abends, wenn Sie es so lange oben lassen, immer Ihren präfrontalen Kortex trainieren. Sie werden automatisch an mich denken, wenn Sie mich was Ungewohntes machen. Und schon ist der präfrontale Kortex trainiert. Übrigens, wenn Sie mehr dazu wissen wollen, wir haben da auch... Ich habe noch viel mehr Übungen. Sie können dann später am Stand kommen. Es gibt da alle möglichen, falls Sie Lust drauf bekommen haben, so 12 Übungen. Und damit können Sie automatisch, wenn Sie Lust haben, auch komplizierteres trainieren, um besser in der Umsetzung zu werden. Die wichtigste Frage ist aber, ob das Ganze ja funktioniert. Erinnern Sie sich noch an das Nirchterl, an den Solete, den Spargeltarzan, der damals das Sportcenter betreten hat? Ja, 6 Jahre später habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe... an der Meisterschaft teilgenommen, um mir selber beweisen. Und ich war wirklich ein Typ ganz ohne Talent. Und ich habe gemerkt, aber viele haben sich was vorgenommen, aber am Ende ist es immer dünner geworden, die dann wirklich dabei waren. Und ich habe nicht nur teilgenommen, ich habe sie auch gewonnen. Und es hat mir damals so viel Mut gemacht, so viel Selbstvertrauen gegeben, dass ich mir getraut habe, mehr daraus zu machen. Ich habe gelernt, dass es im Leben nicht darauf ankommt, ob man Talent hat, sondern dass es viel wichtiger ist, ob man das einfach macht, was zu tun ist. Und ich habe mich ein paar Jahre danach selbstständig gemacht. Ich bin ausgebrochen aus dem Hamsterrad, habe mir getraut, Unternehmer werden, habe eine Lizenz gezogen bei einem deutschen Finanzdienstleistungsunternehmen als Franchise-Nehmer. Und bei meinem ersten Einführungsseminar spricht mich der Franchise-Geber an und sagt, Herr Psridis, was ist Ihr Ziel? Und ich schaue ihn an, habe einen Zettel genommen, habe was draufgeschrieben und habe ihm den Zettel gegeben. Da stand oben, ich werde umsatzstärkster Franchise-Nehmer in Europa. Über Datum zugeschrieben und Umsatzgröße. Hat er mir ernst genommen? Ich glaube nicht. Aber für mich war das tot ernst, die haben jemand verpflichtet. Übrigens, auch eine ganz tolle Übung, sich jemand zu verpflichten. Ich habe mich verpflichtet und ich bin nach Hause gegangen, habe ein Ziel gehabt, einen Plan gemacht und habe angefangen, gemeinsam mit der Frau, mit der Silvia, das umzusetzen. Wir haben die ersten Kunden gewonnen, ein paar Mitarbeiter, dann das erste Büro eröffnet. 11 Jahre später, 10.000 Bewerberinterviews später,
hatten wir über 500 Mitarbeiter, 11 Büros, wir hatten mehr als 100.000 Kunden. Wir haben knapp 6 Milliarden Kundengelder anvertraut bekommen und wir waren der umsatzstärkste Franchise-Nehmer in Europa. Und ich erzähle das nicht, um Sie damit zu beeindrucken, sondern einfach, wenn so ein komisches Gastarbeiterkind wie ich das schafft. Da ich überhaupt nicht wusste, wie Unternehmertum geht, ich hatte keine Ahnung, ich habe jeden Fehler gemacht, den man machen kann. Aber ich habe eins gelernt, wenn du dranbleibst, wenn du nicht aufgibst, wenn du jeden Tag deinen präfrontalen Kortex trainierst, dann funktioniert das. Wenn mein Lehrer heute fragen würde, Harald, auf was kommt es drauf an? Was braucht der erfolgreiche Unternehmer, würde ich sagen, du musst ganz einfach wissen, was ist das Ergebnis, was ist der Traum? Du musst daraus ein Ziel formulieren. Du gehst zurück in die Gegenwart und überlegst dir, wie kommst du dorthin? Du brauchst eine gute Taktik. Und am Ende des Tages, du musst das einfach umsetzen, einfach machen. Du musst diesen präfrontalen Kortex einfach trainieren. Ich glaube, dass Erfolg im Leben ist nicht der Reichste zu sein, der Größte, das teuerste Auto zu fahren, das schönste Haus zu haben. Erfolg ist was ganz Einfaches. Erfolg ist, wenn ein Durchschnittstyp, so ein Durchschnittstyp wie ich, wie die meisten, wenn er sich im Leben was vornimmt und es einfach macht. Erfolg ist nichts anderes als die zunehmende Verwirklichung von erstrebenswerten Zielen. Mehr ist es nicht. Ja, und noch eins. Bleiben Sie sportlich. Machen Sie Sport. Wer Sport macht, der ist 3x so stark im präfrontalen Kortex wie ohne Sport. Und es hat noch was. Sie bleiben gesund, fit, fühlen Sie wohl. Es ist heute 25 Jahre her, seit ich bei der österreichischen Meisterschaft teilgenommen habe. Aber ich bedanke dank meinem Trainer nie aufgehört, Sport zu machen. Alle diese Übungen werden Ihnen helfen. Helfen, dass Sie im Tagesleben vielleicht ein besserer Umsetzer werden, wenn Sie sich intensiv damit beschäftigen, diesem Teil im Gehirn mehr Aufmerksamkeit zu geben und ihn regelmäßig zu trainieren. Aber bei ganz besonderen Gelegenheiten, da brauchen Sie mehr als das. Da brauchen Sie was anderes. Da brauchen Sie eine ganz spezielle Übung als Ergänzung. Dazu möchte ich eine Geschichte erzählen. Ende 2011 werde ich eingeladen nach Hannover, in die Konzernzentrale meines Unternehmens. Das Unternehmen war verkauft worden, wir hatten einen neuen Eigner und ich war knapp vor meinem 20-jährigen Firmenjubiläum. Wir waren seit vielen Jahren der Umsatzstärkste und ich war knapp vor meinem 50. Geburtstag. Und ich habe mich sehr gefreut auf diesen Termin, das neue Management kennenzulernen. Ich erinnere mich, wenn es gestern gewesen wäre, ich fahre rauf in die letzte Etage, die Vorstandssekretärin gibt mir die Hand, sie führt mir einen großen Sitzungsraum. Ich sitze zunächst alleine, dann geht die Tür auf, ein Dreiervorstand betritt den Raum, wir geben uns die Hand, setzen uns, der Vorstand steht wieder auf und sagt, Herr Psyllis, danke, dass Sie den weiten Weg zu uns gekommen sind, dass Sie diesen Weg auf sich genommen haben. Wir wissen seit vielen Jahren, bei uns ein Leistungsträger, wir sind ganz neu in dieser Aufgabe. Ja, machen wir es einfach kurz. Herr Psyllis, wir werden Ihren Vertrag nicht verlängern. Aus Kostengründen, wir haben ein Sparprogramm und mehr fairerweise kann mich da erinnern. Es war für mich so, ich weiß auch nicht mehr heute, wie auf die Straße gekommen bin, wenn du so eine 100 Kilo Hantel in den Nacken kriegst. Ich wusste nicht, wie es meiner Frau sagen sollte, dass ich meine Kinder entlassen muss, Menschen mit mir 20 Jahre einen Weg gegangen sind. Es war über Nacht auf einmal so alles weg. Mit einer einzigen Entscheidung von anderen Menschen. Aber dann ist mir wieder eingefallen. Damals hat mir mein Trainer für so einen Notfall eine Sache mitgegeben. Er hat gesagt, wenn irgendwann einmal ausrutscht, wenn du fällst und die Hantel bleibt auf der Brust liegen oder im Nacken, dann musst du eine einzige Sache versuchen. Du musst nur versuchen, irgendwie da wieder rausrutschen und einfach weitergehen. Im Flieger habe ich mir überlegt, 50 Gründe, was an der Geschichte gut sein kann. Und ehrlicherweise, am Anfang ist mir nichts eingefallen. Aber dann war es plötzlich da. Ich habe so viele Jahre anderen Menschen gezeigt, wie man die richtigen Mitarbeiter gewinnt, wie man Vertrieb aufbaut, wie man Kunden gewinnt, wie man Menschen entwickelt, coacht, wie man High-Performance-Team gewinnt oder aufbaut. Und dann habe ich ein Buch geschrieben, ich habe ein Trainingsprogramm entwickelt und wir haben unseren ersten Kunden akquiriert als Akademie. Und heute, 2 Jahre danach bin ich den drei Herren sehr, sehr dankbar. Denn ohne die würde ich heute gar nicht da stehen. Wir haben heute, betreuen als Akademie mittlerweile Kunden in 13 Ländern.
Und ich war letztes Jahr über 240 Tage in Seminarräumen bei großen Vertriebsunternehmen. Konnte Ihnen das zeigen, wie ich das damals gemacht habe. Und deswegen, meine Damen und Herren, wenn Sie irgendwann im Leben etwas zugeworfen bekommen, einen Ball, so wie den da, wenn Sie einfach sowas bekommen, so wie das da, dann nehmen Sie einfach den Ball an. Dann schauen Sie sich an, was da drinnen steckt. Möglicherweise steckt in dem Ball da drinnen die Chance möglicherweise für eine ganz persönliche Zukunft. Wir kriegen im Leben nicht immer das, was wir uns wünschen, aber wir kriegen immer das, was wir brauchen. Und in jeder Sache, wenn Sie genau schauen, steckt die Chance für Ihre Zukunft. Eine größere, als Sie heute stehen. Und genau das wünsche ich Ihnen für 2014, dass Sie damit auf den nächsten Level kommen und dass Sie all Ihre Vorhaben umsetzen. Schönen Abend.